Ja, servus Leute, Avocado TV hier. Wie ihr wisst, ich sage ja immer, man kann sich nicht immer nur mit Politik beschäftigen. Also dachte ich mir, machen wir einfach mal eine Reise in die Vergangenheit. Genauer gesagt, in das Jahr 1992. Und wir schauen uns heute einen DOS-Games-Klassiker an, nämlich Pushover, was im Wesentlichen ein Logikpuzzle ist, wie ihr gleich sehen werdet. Hauptcharakter des Spiels ist diese kleine Ameise, die Dominosteine in die richtige Reihenfolge rücken soll. Und es geht erstmal los mit den ganz einfachen Puzzlen. Hier zum Beispiel soll gezeigt werden, dass die gelben Dominosteine ganz einfach hintereinander fallen. Ziel ist es übrigens, dass dieser dreifach rot gestreifte Dominostein als letztes fallen muss. Das ist der Auslöser. Ausgang geht auf. Level ist vollständig. Das hier spule ich immer vor. Diese Codes sind einfach nachlesbar im Internet. Hier haben wir auch schon den nächsten. Das ist dieser rote. Das ist ganz einfach der Stopper. Der muss einfach nur zur Seite und zack, fallen wieder alle um. Der Stopper ist übrigens der einzige, der nicht umfallen muss. Als nächstes seht ihr, haben wir diesen Tumbler. Das ist der in der Mitte rot ist. Tumble, ich übersetze es mal jetzt mit sich überschlagen. Dann haben wir noch den Ascender. Wenn der angestoßen wird, dann, ja, wie ihr seht, steigt er und fällt um. Dann haben wir noch die Brücke, also der einfach gestreifte. Kann man sich ansehen, wenn man auf F1 klickt übrigens. Dann haben wir den Splitter. Ist die untere Hälfte rot? Und wie der Name schon sagt, der zerteilt sich, wenn ein Stein von oben drauf fällt. Als nächstes haben wir den Exploder. Kann man schon an der Ameise sehen, die sich so die Ohren zuhält. Ist, glaube ich, auch selbsterklärend. Wie gesagt, die ersten Level hier, die sind eigentlich nur dazu gedacht, dass man die Grundlagen des Spiels erstmal versteht und welche Steine überhaupt was machen. Hier muss man sagen, die Bezeichnung Stopper ist ein bisschen irreführend.
Weil ein Stein, der dagegen fällt, wird ja nicht gestoppt, sondern er bounced dann in die andere Richtung zurück. Ein Level muss übrigens immer innerhalb der Zeit geschafft werden. Timer sieht man unten links. Dieser zweifach gestreifte ist übrigens der Vanisher. Der muss logischerweise hier als erstes gesetzt werden, denn sonst könnte kein weiterer Stein nach unten fallen und die weiteren auslösen. Und hier muss man auch darauf achten, man darf nicht rechts runterspringen, sondern links, wenn man sonst nicht in den Ausgang kommt. It's only logical. Mit dem Level habe ich mir gedacht, das hätten sich eigentlich sogar sparen können, weil das ist relativ offensichtlich. Da haben wir einen neuen Stein, nämlich diesen diagonal gefärbten. Das ist der Verzögerer. Und hier werden wir sehen, das ist notwendig, dass wir den dazwischen stellen. Denn jetzt müssen wir schnell runter, bevor diese Brücke gebaut wird und der Weg versperrt wird. Ach ja, ab und zu gibt es hier diese Zwischenfrequenzen. Habe ich gesagt Frequenzen? Sequenzen. Wo man eine von diesen, weiß auch nicht, Chips-Tüten erhält. Und das wird dann auch hier angezeigt, auf dieser, in diesem Hauptbildschirm. Da sehen wir schon, wir haben ein anderes Artwork. Das wechselt auch ab und zu. Je nachdem, wie weit fortgeschritten man ist. Da sehen wir schon, der Ascender muss genau unter diesen Hölzern da oben sein. Hier sehen wir, es ist schon ein bisschen komplizierter. Aber das wird später noch viel besser. Eine Strategie, die ich grundsätzlich empfehle, also nicht nur hier, sondern bei Videospielen im Allgemeinen, ist halt das Trial-and-Error-Prinzip. Ist, glaube ich, den meisten Gamern bekannt. Da sehen wir, da ist die Zeit abgelaufen. Das heißt, selbst wenn das jetzt funktioniert, könnte man nicht mehr weiter. Aber man kann die Zeit jetzt ganz einfach nutzen, um herauszufinden, was man jetzt noch umstellen muss. Haha, Trick 17. Man kann einen von diesen Ascendern einfach fallen lassen und, naja, wie der Name schon sagt, er steigt rauf. Was gegebenenfalls noch wichtig sein kann. Auch hier gilt wieder das Prinzip Trial and Error. Ja, und da sehen wir schon, das meiste hat schon geklappt.
Das heißt, kann man einfach auf Escape drücken und das nochmal starten. Und dann sieht man ja, ne, was hat man verändert und was fehlt noch. Übrigens, der Auslöser ist der einzige Stein, den man nicht bewegen darf. Weil sonst könnte man ja zu sehr schummeln. Das finde ich ein bisschen komisch, dass das im Spiel so ist. Weil der fällt ja runter. Im Gegensatz zu dem Ascender. Hm. Ich habe das Spiel übrigens ganz früher, also naja, ist von 1992, also 30 Jahre ist das jetzt her. Hm, über 30 Jahre. Also ungefähr vor 30 Jahren habe ich das mal gespielt. Und damals konnte man noch nicht einfach so ins Internet gehen und sich die ganzen Codes und Zahlen und Levels heraussuchen. Damals musste man das entweder noch selber machen. Oder man hatte so PC-Games, Magazine und ähnliches. Ist auch eine nette Lektion dieses Spiels. Gib nicht auf, sondern versuch's immer wieder. Denn manchmal gewinnt man und manchmal lernt man, genau wie im richtigen Leben. Jo, und jetzt schnell runter. Mal sehen, ob es reicht. Jo. Jo, hier sehen wir schon, müssen wir die Exploders an der richtigen Stelle platzieren. Hier gibt es, glaube ich, sogar mehrere Möglichkeiten. Jedenfalls soll so ein rein gelber Dominostein nicht auf den anderen krachen. Jo, manche gehen schnell. Das geht auch schnell. Da sieht man ja, der Ascender muss dann genau unter diesem Holz da oben sein. Der Tumbler tumbelt fröhlich nach rechts. Dann baut er die Brücke, die notwendig ist, und zack. Hier können wir logisch kombinieren. Der Ausgang ist oben, die Brücke muss gebaut werden. Wir können den eigentlich nur dorthin stellen. Und jetzt muss er von der rechten Seite angestoßen werden. Und das geht nur, wenn der Ascender
ebenfalls von rechts angestoßen wird. Also, eigentlich ist es logisch, aber es ist natürlich leicht gesagt. Trial and Error. Schauen wir einfach mal, was bei rauskommt. Ja, das funktioniert nicht, denn der Auslöser war nicht der letzte, der gefallen ist. Ja, wir sehen, auf das Timing kommt es also auch an. Ja, da sehen wir schon, ist ein bisschen komplizierter. Hier kann man immer gut kombinieren, über so einen Splitter muss dann einer von den Explodern stehen. Weil sonst wäre der Splitter ja nutzlos. Ja, und da sehen wir schon, das hat fast geklappt. Aber dieser Brückenbauer muss jetzt noch ein weiter nach links. Aber das sollte jetzt, glaube ich, nicht das Problem sein. Jetzt kann man schon sehen, das wird funktionieren, denn die Bridger stehen ja direkt vor den Lücken. Hier kann man auf den ersten Blick auch schon sehen, dieser Exploder müsste hier nach unten links, damit man überhaupt dorthin kommt. Und dann müsste als nächstes der Tumbler dorthin, der dann an dem Stopper ganz unten links zurückbouncen kann, um dann den Rest auszulösen. Das wäre schon mal so grob der Plan. Ja, mal sehen, ob das klappt oder ob ich irgendwas übersehen habe. Oh, das wird knapp. Das wird sehr knapp. Ärgerlich. Denn jetzt sagt er, war nicht schnell genug. Aber jetzt, wo wir den Plan haben, machen wir es einfach direkt. Ja, deshalb kann es immer nützlich sein, dass man sich erinnert, wo man im ersten Durchgang die Steine hingepackt hat.
Auch wieder ein Splitter, der wohl irgendwie ausgelöst werden muss. An der Stelle würde ich normalerweise einfach probieren, schauen, was rauskommt. Dann kann man nämlich immer im nächsten Schritt sehen, fehlt irgendwo irgendwas? Ah, da sehen wir, vom Timing her passt es nicht. Das heißt, wenn der eine Tumbler nur ein bisschen schneller dort wäre, würde es schon reichen. Kann also sagen, immer wenn diese Verzögerer mit bei sind, dann wird es wahrscheinlich auch ums Timing gehen. Manchmal ist es in dem Spiel so, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber umso lustiger ist es dann, wenn man so einen Aha-Effekt hat. Wie gesagt, wenn die Zeit abgelaufen ist, einfach dazu nutzen, ja, überhaupt erstmal herauszufinden, wo man was hinstellen muss. Und beim nächsten Durchgang weiß man gleich Bescheid. Das heißt, auch hier gilt das Prinzip leicht, wenn man weiß wie. Ich sage immer, Logikpuzzle sind wie ein Safe aufmachen. Ist leicht, wenn man weiß wie. Ah, genau, also diese Zwischensequenzen. Die zeigen dann immer, dass man so einen Meilenstein erreicht hat. Niedlich waren die Animationen damals. So, was haben wir da? Sehen wir schon, der Ascender müsste auch wieder nach oben und von rechts angestoßen werden. Dann einfach dahin. Ah, das dürfte knapp werden. Jo! Punktlandung.
Okay, das sind 4 Steine, das heißt, das könnte nicht so kompliziert werden. Da sehen wir schon, die Brücke muss dorthin. Ansonsten gibt es keinen Weg zum Auslöser. So, dann bringt man den Aufsteiger dahin und den letzten normalen Domino müsste man dann davor stellen, denn der muss auch umfallen. Ab und zu wechseln dann auch die Hintergründe und die Hintergrundmusik. Und hier sehen wir wieder einen Exploder über den Splitter. Das taucht also relativ häufig auf. Haha, Trick 17. Hat ja keiner gesagt, dass man dann keine Steine mehr verschieben darf, nachdem man den ersten schon ausgelöst hat. Könnt ihr auch Folgendes machen. Ihr überlegt einfach mit und ratet dann, was ich als nächstes mache. Und ob das überhaupt zum Erfolg führt oder nicht. Häufig würde ich halt erstmal irgendwas machen und schauen, was bei rauskommt. Tja, so einfach kann es gehen. Dummerweise ist der Ausgang versperrt. Und hier haben wir wieder den Fall. Uns schnell bewegen. Ja. Das heißt, in dem Beispiel ist es tatsächlich so, man braucht nur anstoßen und dann direkt zum Ausgang. Noch ein Hinweis für diejenigen von euch, die genau hingeguckt haben. Wenn der Timer am Anfang der Runde relativ viel Zeit hat, dann bedeutet das, dass relativ viele Steine verrückt werden müssen. Thank you.
Aha. Also es ist geschafft. Das kannst du noch mal in schnell. Das heißt, die Verzögerer rauf. Das erklärt auch, warum man relativ viel Zeit für die Runde hatte. Wie nur soll diese Reihe unten fortgesetzt werden? Da sehen wir schon, da muss noch einer rein. Sonst geht das da nicht weiter. Und es muss wieder mal was mit dem Verzögerer zu tun haben. Wie immer gilt, Trial and Error. Nicht schon mal einen Schritt weiter, aber dooferweise passt es immer noch nicht. Und darauf muss man auch erstmal kommen. Dieser Vanisher ist der einzige, den man vor einen Ausgang stellen darf. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Nee, im Moment doch nicht. Ja, wir sehen gleich, der dann runterfällt, der reicht nicht weit genug. Das heißt, der Auslöser ist dann der einzige letzte, der fehlt. Aber an der Stelle sollte es klar sein, was der letzte Schritt ist. Ja. Trial and Error in Action.
gewusst wie. Das ist schon etwas unübersichtlicher. Aber auch hier gilt, einfach, wenn man weiß, wie. Das passt schon mal nicht. Ich bin übrigens immer noch da, nur bei manchen Puzzles zieht es sich halt ein bisschen länger hin. Jetzt sind wir doch schon relativ nah dran an der Lösung.
Jo. Tja, bei diesen Animationen muss man sich denken, die von damals, die das gemacht haben, die hatten noch ganz andere Voraussetzungen. Die hatten nicht künstliche Intelligenz, mit der man das mal ebenso hinhusten konnte. Hier sehen wir auch wieder, es muss relativ viel umgestellt werden. Denn sonst hätte man nicht so viel Zeit am Anfang. Wieder gilt, jetzt wo wir den Plan haben, brauchen wir es einfach nur noch mal wiederholen. Wir schauen in der heutigen Episode übrigens erstmal, wie weit wir kommen. Ich werde das nicht alles in einem Stück durchmachen. Also, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es irgendwas um die 100 Level.
Genau wie im echten Leben ist es ratsam zu überlegen, welche Optionen existieren überhaupt. Will doch ein Mensch behaupten, man könnte aus Videospielen nichts lernen. So, ich würde sagen, da machen wir das nächste Mal weiter. Wie gesagt, ich werde das nicht alles in einem Mal durchzocken. Ich werde das auch immer so etappenweise machen und demnächst könnt ihr die nächste Ausgabe genießen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Avocado over and out.